Ja, Katharina, du kommst aus Österreich und bist hier an der Exchange Week des IAS der Schweiz. Was studierst du denn in Österreich? Ich studiere Bio- und Lebensmitteltechnologie an der BOKU. Und die ist wo, die BOKU? Die ist in Wien. Die ist in Wien. Weshalb bist du in die Schweiz gekommen? Jetzt für die Exchange Week? Ja, genau, für die Exchange Week, um eben einfach IAS ein bisschen besser kennenzulernen und vor allem auch die Schweiz. Und ja. Jetzt heute warst du hier in einer Bergkäserei. Was hast du da Neues dazugelernt? Also, was für mich neu war, war, dass bei der Reifung vor allem zwischen 6 und 8 Wochen viel Ammoniak entsteht, Ammoniakgas. Und das hat man halt auch extrem gerochen. Und das war sehr interessant. Und ein unangenehmer Geruch, oder? War ja, okay? Auf jeden Fall, kenne ich vom Labor. Okay, super. Und hattest du noch die Gelegenheit, etwas Käse zu kosten? Ja, wir haben sehr viel Käse bekommen zum Kosten, ganz viele verschiedene Sorten. Auch Weich- und Hartkäse und zum Beispiel Bärlauch oder Chili, Hartkäse, und das war wirklich sehr gut. Und dazu ein Wein, hat mir sehr gefallen. Hey, cool, in dem Fall, coole Zeit noch in der Schweiz. Danke vielmals. Danke.